Die Barther Boddenbühne hofft auf Unterstützung. Aufgrund von veränderten Brandschutzauflagen muss das Theater nachrüsten. Die Decke wurde bereits entfernt. Fenster und Türen wurden mit Panikhebeln versehen. Was jetzt noch fehlt, ein zweiter Fluchtweg vom Balkon. Dazu muss ein Durchbruch nach außen erfolgen und eine Treppe vom Dach zum sicheren Boden angebracht werden. Dabei entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 13.000 Euro. Martin Schneider ist Leiter der Barther Boddenbühne und für die Umsetzung der geforderten Bauarbeiten verantwortlich. Das ist für ein kleines Haus wie uns natürlich sehr viel Geld. Und da ist die Idee entstanden, Mensch, es ist doch kurz vor Weihnachten und wir können ja auch Spendenquittungen ausstellen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ach Mensch, ja, das kleine Theater, das ist mir wichtig. Meine Kinder spielen hier, vielleicht spiele ich auch mit Theater. Wir haben auch eine Laientheatergruppe. Und dass sie dann sagen, wir haben vielleicht den einen oder anderen Euro und möchten den für die Sicherheit unseres Theaters dazugeben. Das kleine Theater begeistert seine Zuschauer bei rund 120 Vorstellungen im Jahr. Die Barther Boddenbühne ist das einzige feste Theater in der Region. Zusätzlich verfügt es über eine kleine Außenbühne, auf der im Sommer auch Aufführungen unter freiem Himmel stattfinden. Mehr Informationen zum Theater und wie Sie helfen können, finden Sie unter www.boddenbühne.de.